möchte die Pressekonferenz eröffnen zum Spiel des 1. FC Bocholt gegen KFC Uerdingen. Willkommensgruß an die Vertreter der Presse, die heute zahlreich erschienen sind, freut uns sehr. Natürlich unseren Gasttrainer Michael Boris, willkommen hier zur Pressekonferenz. Natürlich unseren Manuel Jara, der dann heute auch verdient mit 2:1 gewonnen hat. Ich darf jetzt unseren Gasttrainer Michael Boris um sein Statement bitten. Ja, erstmal schönen guten Tag zusammen. Wir hatten uns vorgenommen, mit 20 Punkten den September zu beenden, was uns heute nicht geglückt ist. Ich denke, wir waren in der ersten Halbzeit präsenter als in der zweiten Halbzeit, haben durch einen individuellen Fehler das 1-0 zugelassen und haben dann aber das, denke ich, schnell korrigiert, waren dann mit und auch gegen den Ball die aktivere Mannschaft, haben aber jetzt keine zwingenden Torschancen herausgespielt. Ja, in zweiter Halbzeit haben wir halt versucht, auf 3 Punkte zu spielen. Und man darf natürlich nicht vergessen, mit Boogie und mit Munoz, ich muss mal ablesen, Bonilla, beziehungsweise mit Goris hat Bocholt 3 exzellente Offensive und die haben uns das 2-1 dann eingeschenkt und haben natürlich auch noch die Chance, nachher hinten raus das 3-1 zu machen. Uns blieb in der zweiten Halbzeit ein abgefälschter Schuss von Pagano und Schmidt, wo der Torhüter den Ball gut hält, und das wäre das Einzige, wo wir hätten wieder reinkommen können ins Spiel. Ja, wir sind natürlich enttäuscht, weil wir hätten natürlich auch einen gerne mitgenommen, dass wir gar nichts mitnehmen. Aber man sieht halt, und das habe ich auch Woche für Woche, ich habe euer Video gesehen, das ihr aufgenommen habt, ich glaube gestern bzw. online gestellt habt, dass es auch für Bocholt was Außergewöhnliches ist. 3-4 Spieler wurden interviewt und deshalb spielt man Fußball, vor so einer Kulisse zu spielen, hat mit Sicherheit auch was gut zu machen, hat die Niederlage gegen Gladbach. Also wer hier denkt, dass KFC Uerdingen da so durchmarschiert, ohne richtig arbeiten zu müssen, der ist fehl am Platze, das wissen wir. Wir haben heute leider nicht richtig alles rausgehauen, um hier 3 Punkte bzw. sogar einen mitzunehmen. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Sonntag. Dankeschön. Ja, Dankeschön für dein Statement. Manuel für den 1. FC Bocholt. Ja, natürlich sind wir alle zufrieden und glücklich, dass wir heute den Dreier geholt haben. Wir haben 2, 3 Situationen, wo wir vielleicht ein bisschen nervös wurden. Wir haben ja einiges schon erlebt in der Saison, auch Punkte, sichere Punkte wieder herzugeben. Trotzdem will ich immer den Spielverderber spielen. Wie der Kollege gerade sagt, gegen Uerdingen sind es irgendwo besondere Spiele. Man sieht, wie die Spieler mit Leidenschaft, mit Einsatzbereitschaft ihre Grundformation halten und daraus die Gegner anlaufen und arbeiten. Das war heute auch wieder der Schlüssel zum Sieg. Erste Halbzeit hat Giesbers auch schon 1-2 Situationen frei im Fünfer, wo wir hätten draufpacken können, aber der Junge spielt ja nicht so oft jetzt in letzter Zeit vorne. Also kann man dann abhaken und die Arbeit nutzen, die er da reinlegt. Wenn ich diese Bereitschaft und Leidenschaft in den nächsten Wochen nicht an den Tag lege, geschweige denn den Schonnebeck mich wieder die erste halbe Stunde überraschen lasse, was dann da los ist, ähnlich wie in Gladbach, dann wird es weiter sehr schwer. Selbstbewusstsein kann man trotzdem da rausnehmen, den Gegner so gezwungen zu haben. Am Ende des Tages auch verdient, denke ich. Waren aber auch nur 3 Punkte, wieder 5 € Phrasenschwein, mehr nicht. Und für alle sollte das gelten, wie für Uerdingen auch. Ich muss die Leidenschaft und die Einsatzbereitschaft an den Tag legen, die Grundordnung halten, sonst werde ich auch andere Mannschaften in der Liga nicht bezwingen können.